Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um Fat Sound, also wie ich meinen Sound einfach ein bisschen fetter gestalten kann. Legen wir doch einfach mal los. So, vielleicht kennt ihr das ja, man hat irgendwie so ein kleines Liedchen gemacht und irgendwie klingt das alles so ein bisschen flach und irgendwie so richtig gar nicht. Zum Beispiel so. So, der Sound hier ist einfach ein bisschen, naja, gut, die Melodie ist jetzt auch nicht so, aber es sollte einfach alles so ein bisschen fetter klingen. Jetzt gibt es immer so mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Eine ganz beliebte Methode ist Layering. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen, weil das ein Polysynth ist, kann ich zum Beispiel Voice Stacking hier voll aufdrehen. Und wenn ich das jetzt abspiele, muss ich nochmal gucken, dass es nicht so laut ist. Na, da geht noch was. Klingt schon ein bisschen fetter. Könnte natürlich auch statt dem Voice Stacking hier das Unison aufreißen. Dann geht es halt in Stereo. Stereo nehme ich hier nochmal raus. Wird schon mal ein bisschen interessanter. Ob es jetzt fetter ist, kann man sich drüber streiten. Kann ja nochmal ein bisschen lauter hier machen. Das wäre so die nächste Möglichkeit mit dem Unison. Oder es gibt dann eben noch die Instrumente, die es haben. Gibt es hier noch den Drive und den Feedback-Regler. Und beim Feedback-Regler ist ja so, dass ich das Signal, was hinten rauskommt, einfach nochmal dazu mische. Und damit kriege ich einfach einen leicht dickeren Sound. Kriege ich da so ein bisschen mehr Druck. Und beim Drive setze ich einfach die Lautstärke nochmal hoch, was natürlich relativ schnell zur Übersteuerung führen kann. Aber ich kriege den Sound schon in die richtige Richtung fetter. Jetzt gibt es natürlich außer diesen Layering-Geschichten, Voice Stacking, Unison und Drive Feedback. Mit dem Drive und dem Feedback erzeuge ich natürlich auch weitere Obertöne, das heißt, ich verändere den Sound auch nochmal mit den Frequenzen. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten. Ich kann hier zum Beispiel einfach so einen Saturator einschalten und kann jetzt hier im Prinzip auch nochmal sowas Ähnliches machen wie mit dem vielleicht den Drive oder dem Feedback. Ich füge hier einfach Obertöne hinzu. Dann wird mein Sound natürlich auch wieder ein bisschen heller und bekommt mehr Höhen, ein bisschen klarer. Könnte man so ein bisschen als fetter bezeichnen, aber ich könnte jetzt zum Beispiel einfach nochmal einen Clipper nehmen. Nehme ich hier den Bit 8. Hab hier alles, den Clock ganz auf, dass kein Chitter, Chance irgendwie auf 0, Gate auch runter. Hier habe ich den Clipper am Start, hier habe ich ein bisschen Diffusion eingestellt. Die nehme ich jetzt mal hier raus, das Gerausche. Und jetzt drücke ich den Sound einfach quasi nach oben und klippe ihn. Kriege ihn dadurch jetzt auch nochmal präsenter und ein bisschen fetter. Das gleiche kann ich natürlich auch machen hier mit der Kick. Ich habe hier die Kick am Start. Jetzt mache ich hier einfach nochmal den Bit 8 wieder aus als Clipper. Das ist ja wieder einigermaßen normal. Ich drehe das mal so ein bisschen runter. Und jetzt habe ich die Kick hier. Die klingt okay, aber jetzt auch nicht wirklich. Jetzt könnte ich mehrere Kicks übereinander layern, auch wieder mehrere Sampler übereinander oder mehrere Samples übereinander mit unterschiedlichen Kicks oder die gleiche Kicks ein bisschen gepitcht, also quasi so ein manuelles Unison, wenn ich das so bezeichnen darf. Ich kann aber hier auch wieder zum Beispiel den Saturator nehmen und habe hier jetzt mal, glaube ich, die Hardcore-Kick. Wie hier zum Beispiel oder hier. Bekommen natürlich wieder so ein bisschen anderen Sound, den kann ich aber mit einem EQ nochmal einfangen. Und ein ähnliches Thema kann ich hier auch nochmal machen mit dem Bit 8, nochmal als Clipper quasi benutzen.
Habe ich auch nochmal Differ eingestellt. Wenn ich hier hinten so einen EQ nehme, jetzt geht die Kick über mein gesamtes Frequenzspektrum. Wenn ich so ein bisschen die Höhen rausnehme, oder ich kann sie auch drin lassen, wenn ich sie brauche. Und könnte auch mit dem EQ auch nochmal mir nochmal so einen extra Punkt setzen. Gerade wenn man möchte, dass die Kick auch in kleineren Boxen zu hören ist, dass man hier nochmal quasi wie so eine Resonanzbox. Resonanzpunkt setzt. So, ich sollte innerhalb der Grenzen bleiben, der Grenzen hier bleiben oder die Grenze erweitern. Könnte mir das hier so setzen. So, und somit kann ich relativ einfach einen Sound fetter machen. Also entweder, dass ich wie bei dem Polysynth hier über das Voice Stacking nehme und dann einfach fünf Polysynths übereinander habe, oder hier das Unison nehme und das Stereo vielleicht auch ganz rausnehme, damit der schön in der Mitte bleibt, weil beim fetten Sound möchte ich ja auch, dass der ziemlich präsent ist. Und natürlich müsste ich hier nochmal die Lautstärke wieder rannehmen. Unison noch mal ein bisschen runterdrehen. Was in dem Fall auch nicht sehr viel, wenn ich den Unison hier runterdrehe, den Detune-Regler, dann habe ich im Prinzip auch so ein bisschen eingeschränktes Voice-Stacking. Dann eben den Saturator benutzen und eventuell einen EQ, wenn ich halt so viele Obertöne erzeuge, dass der Sound schon so ein bisschen seinen Charakter, sein Timbre erhält. Oder eben den Bit 8 hier alles auf runterstellen, quasi mit ein bisschen Diffusion hier rein. Und hier das Shape im Clip-Modus benutzen und den Sound dann einfach dicker, fetter machen. Vielleicht hier nur mal so als, doch nehmen wir den mal, als Erklärung. Und zwar ist es ja so, wenn ich hier einen ganz normalen Sound habe, der hier jetzt gerade tierisch abgeht, warum auch immer, weil ich hier irgendwo was eingestellt habe. Genau, das wollte ich nicht. So. Dann habe ich hier so einen ganz normalen Sound. Und auch wenn der hier so klein ist, ich bräuchte den etwas lauter. So, auch wenn der hier so klein ist, kann den ja hier oben reinpacken. Wenn der hier so klein ist und ich drücke den da mit einem Clipper nach oben, drücke ich halt den gesamten Sound von der Mitte quasi nach oben und dann klippt der halt da oben. Man sieht, wie der Sound insgesamt dicker wird hier. So, das heißt, ich drücke alles quasi von der Mitte oder vom unteren Spektrum, von den Lautstärken alles nach oben und der gesamte Sound wird insgesamt lauter auch von der Wahrnehmung her. So, das sind so auf die Schnelle so kleine Tipps und Tricks, wie man einen Sound einfach ein bisschen fetter bekommt, wenn der so ein bisschen dünn klingt. Das war's an der Stelle schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch ein paar Ideen gegeben. Und wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben, abonniert die Glocke und schüttelt den Kanal oder irgendwie sowas. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.